Aktionen, gucken wir uns mal hier an eben. Die sind alle soweit zufrieden, das ist gut. Das heißt, als nächstes könnten wir eigentlich dann, wenn es soweit ist... Ja, also wir gucken, welches Ziel wir als nächstes uns überhaupt vornehmen könnten, würden, sollten. So, wir sind ja hier nur noch fleißig am Bauen, man sieht es ja auch. Unsere Flotte ist auch ein bisschen kleiner geworden an sich. Wir müssen irgendwann auch gucken, dass wir eigentlich in der Hinsicht nochmal uns ein zweites, einen zweiten Planeten selber zuordnen, mit dem wir... Oh mein Gott, guckt euch das hier an. Das ist ja nur noch kleine Scheiße hier. Was ist da um Gottes Willen passiert? Was ist das? Wieso haben wir hier einen Planeten? Seit wann? Na Dex? Was? Aha. Ach doch, das ist der Einzelne da. Ja, ja, ja. Der hatte auch einen Chef? Na Dex? Stimmt, der Decksektoren da, ja. Das ist immer nur einzeln, ne? Alles. Einzeln. Ja. Hier kommt es vielleicht auch bald zusammen. Bum, bum. Dann könnte man schon fast... Ich weiß es ja gar nicht. Welcher Sektor war das jetzt? Der Verteidigungssektor, ne? Na, langt leider noch nicht. Gucken wir mal hier am Rand. Guck mal, hier können wir mal einen Plus machen. Schließen. Hey, ihr macht die Trümmer, das ist ganz toll, das ist super. Hier unten ist es nur sehr krass auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da los ist. Da ist ein Riesenbruch im System. Genauso wie hier oben auch. Da ist er auch komplett kaputt gegangen. Wir haben hier Geld mit drin zweimal. Was bedeutet das? Keine Ahnung, was das Gelbe bedeuten soll. Ist das vielleicht wegen der anderen Dingsterbumster? Ich weiß es nicht. Weiß ich gerade echt nicht. Kein Plan. Was macht das hier überhaupt? Achso. Bau von Militärstation. Mal wieder. Okay. Gut. Wo hatten wir das denn jetzt? Was haben wir da überhaupt? Uralter Satellit. Ja, den können wir noch nicht. Stimmt. Oh, aber wir könnten den gleich mal sagen. Danach. Projekt erforschen. Haben wir nicht sowieso mehrere? Da ist irgendwie noch einer da. Okay. Hier auch, ne? Schön kontrollieren, Gedankenlaser. Ah, wir haben hier noch einen Planeten, den wir besetzen können. Haben wir noch ein Kolonieschiff? Nee, ne? Problem ist, bis wir jetzt an ein Kolonieschiff rankommen, dauert es erstmal. Naja, macht ja nichts. Müssen wir danach mal dran denken, dass wir dann das kolonisieren. Kolonisieren, da-da-dum. Der ist mit den Trümmern noch beschäftigt hier. Aha! Gamma Laser. Trefferpunkte Schilde. Ne, wir nehmen mal hier, ne? Ist ja auch die 10 schon. Oh. X für 10. Ich weiß gar nicht, ob es höher geht. Könnte mir vorstellen, dass die 10 das letzte erstmal ist davon. Fraktionen, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt die unten nicht. Ne, irgendwie nicht, ne?
Boah, sonst ist hier irgendwie nichts mehr weiter, ne? Ne, sieht gut aus. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Urte sind die 42%, das machen jetzt auch einigermaßen. Bop, 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 bop. Na, die Festungen sind ja automatisch entstanden, weil wir die übernommen haben mit, glaube ich. Oh Mann, hier. Erbärmlich, unfreundlich. Dann krieg mit. Die haben immer noch Verbündete, ne? Ich glaube, die haben auch noch den einen Planeten da. Eieieiei. Die sind ziemlich groß, muss man sagen, hier. Überlegen sogar, ne? Während der Analyse des geborgenen Satelliten haben unsere Archäologen tief in diesem System ein stark datiertes Bild oder stilisiertes Bild eines vermutlichen und eines Zylonern veröffentlicht. Okay, ein interessanter Fund. Die Technologie ist überlegen von denen, das ist das Problem. Die wären nochmal ein hartes Stückchen wahrscheinlich. Die sind eher erbärmlich und sind im Krieg mit denen. Sind das die nicht, die hier oben irgendwo neu aufgetaucht sind? Ja. Was ist mit denen hier eigentlich? Unterlegen. Die sind auch in der Technologie überlegen, aber... Hm, okay. Noch gar keine. Ach doch, da ist noch einer. Ist das wirklich diese komische? Ja, okay. Da guck mal, die Zerg-Armee hier, die ist aber auch klein, ne? Von daher, die scheinen nicht gerade sehr stark besetzt zu sein. Die lassen sich ja auch eher unterdrücken. Wer ist das denn? Das ist doch... Der, genau. Ebenbürtig alleine. Eieieiei. Die sind uns sogar neuerdings überlegen wieder. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ja? Wir haben ja nicht Angriffspakt. Haben wir doch gar nicht, oder? Hm, okay. Was hat das hier überhaupt? Krollnation Ubarik. Ubarik möchte Ubarik Kingdom den Krieg erklären. Achso, Ubarik Kingdom. Da. Das ist doch den... Nee, das ist Commonwealth. Ja, ich möchte Ubarik Kingdom. Auch Commonwealth. Was ist denn Ubarik Kingdom? Muss das nicht irgendwo dann in der Nähe sein? Also. Ubarik Commonwealth möchte Ubarik Kingdom
So, jetzt ist die Frage, wer oder was ist Uparek Kingdom? Und wo sind die? Planeten befreien, demütigen, Planeten befreien, Planeten befreien, Planeten befreien. Okay. Speichern. Wir gucken uns das mal an, indem wir mal. Wir müssen jetzt irgendwie nochmal vorankommen jetzt hier. Wir gucken uns das mal an, was dann passiert, wenn wir das jetzt speichern und sagen. Ja. Okay, aber wem haben wir denn jetzt überhaupt den Krieg erklärt? Da, ach, die sind das. Okay. Wir sind jetzt aber irgendwie gar nicht mit dabei. Was? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich dachte, wir sind jetzt in dem mit dem Krieg. Komisches System hier. Oh, ja. Schön, her damit. So, Feuerrate. Nehmen wir die Schilde, komm, was soll der Geiz? Okay, wir könnten natürlich jetzt von hier holen, die Schiffe. Und senden die einfach mal dahin und gucken, was mal da passiert. Oh. Oh. Ja, ich brauche leider ein bisschen, ne, bis ich da ankomme, Leute. Boah, hier sind aber auch, guck dir das an, hier sind die auch total zerrissen und das wird ein Acker was für uns nachher später, das überhaupt wieder reinzukriegen. Ist auch schon doof, dass die hier eigentlich da auch nicht mehr wirklich zu uns gehören. Oh, jetzt sind die auch schon wieder unterliegende wieder von denen hier. Sind aber schnell mit denen immer. Ach, das sind die, ne? Ja. Haben die mal angegriffen oder warum die minus 500 auf uns? Also echt. Die auch minus 900. Heidler, die Walzke. So, wo sind unsere Schiffe? Anführer verstorben. Ändern. Rekrutieren. Oh, unsere Schiffe sind ja doch schon fast da. Oh, wow, Fliege, dann geil. Wir ballern das mal einfach drauf, ne? Komm, haut das auch mal weg da. Danach fliegt er darüber.